Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. In diesem Video werde ich euch zeigen, wie ihr am besten in der Duo JMAX spielen solltet, damit ihr euch natürlich für die Semifinals qualifizieren könnt. Ich hatte ja bereits auch schon ein Video dazu hochgeladen, wie ihr am besten für die JMAX trainieren könnt. Werde ich mal oben in der Infokarte wieder verlinken. In diesem Video geht es aber rein darum, wie ihr am besten in der JMAX selbst spielen solltet. Wenn ihr natürlich in Zukunft keine weiteren solche Videos hier mehr auf diesem Kanal verpassen wollt, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Außerdem würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr dieses Video bewertet, kommentiert und teilt. Und schaut natürlich auch gerne auf dem Twitch-Kanal vorbei. Link ist natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Dafür schauen wir uns zuallererst einmal das Bewertungssystem an. Und zwar sieht das Ganze in der Duo JMAX so aus, dass wir 5 Punkte pro Kill bekommen. Dabei gibt es auch keinen Kill Cap. Das heißt, man kann auch 30 Kills holen und bekommt für jeden einzelnen der 30 Kills jeweils 5 Killpunkte. Und man hatte eben halt wirklich keinen Kill Cap. In der Solo JMAX war es ja immer so, dass man nur 20 Killpunkte bekommen hat. Das heißt, selbst wenn man 25 Kills holte, bekam man eben halt nur für 20 Kills die Punkte. In der Duo JMAX ist das Ganze wie gesagt so, dass man wirklich für jeden einzelnen der Kills, das ist natürlich wichtig zu wissen, denn dadurch kann man natürlich noch deutlich bessere Pop-Off-Games holen. Ansonsten bekommt man insgesamt 55 Punkte fürs Placement. Ab Top 25 geht das Ganze los mit jeweils 2 Punkten und ab Top 5 bekommt man dann jeweils 3 Punkte. Immer wenn sozusagen ein ganzes Duo gestorben ist, bekommt er eben halt dann immer die nächsten Punkte und der Sieg an sich bringt dann nochmal 6 weitere Punkte. Das heißt, zusammengefasst braucht man im Prinzip um genauso viele Punkte wie von einem Sieg zu holen. Nur 11 Kills, das ist tatsächlich relativ wenig im Duo, denn man bekommt natürlich im Duo auch nochmal etwas leichter Kills. Auch wenn man natürlich nicht doppelt so viele Kills wie im Solo bekommt, bekommt man eben halt, hätte ich mal gesagt, zu 50% mehr Kills. Zumindest wenn man eben ein gutes Duo ist. Auch wenn es natürlich leichte Unterschiede im Bewertungssystem gibt, ist das Ganze, glaube ich, relativ vergleichbar mit den Solo-Heats. Denn dort war es eben halt so, dass die meisten Spieler immer innerhalb der ersten Runde auf WQueen gegangen sind. Das heißt, sie haben versucht, eben mal eine 20-Bombe oder so zu erreichen, am besten natürlich einen Sieg oder haben es zumindest häufig in so Top 5 geschafft und dadurch hatten sie natürlich ordentlich Punkte geholt. Natürlich hat man das nicht immer geschafft, ist natürlich klar, manchmal hat man in der ersten Runde einfach ein bisschen Unluck. Um natürlich dem Unluck in der ersten Runde etwas zu entgehen, ist es ganz hilfreich, wenn man etwas später rein startet. Dafür empfiehlt es sich so ungefähr 3 bis 5 Minuten sich Zeit zu lassen, denn dadurch kommt man beispielsweise nicht in Runden mit den besten Pro-Spielern. So war es zum Beispiel in meiner Solo-JMAX, dort habe ich nämlich instant reingestartet und bin direkt in der ersten Runde auf Mongol getroffen. Da hat man natürlich in den meisten Fällen kaum eine Chance gegen und deshalb ist es etwas besser, wenn man ein bisschen später rein startet, denn dann entgeht man wie gesagt solchen Runden. Selbst wenn ihr aber in der ersten Runde verkackt, habt ihr immer ein bisschen Zeit schon mal hinten und ihr habt eben halt ein bisschen weniger Punkte, habt natürlich schon Match gespielt, wodurch ihr gegen noch schlechtere Gegner im Durchschnitt spielen solltet, als direkt in der ersten Runde. Dadurch solltet ihr wahrscheinlich in der zweiten Runde dann spätestens noch eine bessere Möglichkeit dazu haben, wirklich viele Kills zu holen, aber selbst in der ersten Runde sind schon wirklich sehr, sehr viele schlechte Gegner dabei, denn es ist nun mal so, man braucht keinen Arena-Rang, um dabei teilzunehmen, das heißt, ihr spielt auch gegen Open-League-Spieler, ihr spielt gegen Controller, gegen Playstation-Spieler und dadurch ist das Ganze natürlich etwas leichter als in normalen Tournaments. In den meisten Fällen sollten eigentlich die ersten 3 Runden dafür ausreichen, dass man mindestens ein Pop-Off-Game hatte. Ihr müsst natürlich, wenn ihr es eh mal nicht so gut könnt zu WQueen, müsst ihr nicht so ein Pop-Off-Game holen. Es reicht auch, wenn ihr beispielsweise in der ersten Runde dann 5 bis 10 Kills holt. Allerdings die 5 bis 10 Kills solltet ihr dann auch auf jeden Fall holen, denn ansonsten wird es sehr, sehr schwierig. Wie gesagt, es ist sehr, sehr auf Kills basiert und generell reicht es trotzdem eben halt, wenn man wirklich konsistent spielt. Wie gesagt, wenn man jede Runde immer so durchschnittlich 3 Kills holt, am Anfang wie gesagt so 5 Kills und dann später in ein paar Runden vielleicht nur 1 Kill, dann sollte es auf jeden Fall ausreichen. Ansonsten, wenn man konstant wirklich immer Placement-Punkte holt, reicht das auch aus. Wenn man sich natürlich schon so einen kleinen Buffer mit am Anfang, keine Ahnung, 200 Punkten, 150 Punkten angelegt hat, auch von der ersten oder zweiten Runde, dann hat man natürlich etwas bessere Chancen dann in den späteren Runden. Da muss man dort nämlich nicht mehr so viele Kills holen, muss nicht immer so weit kommen und hat da das Ganze da auf jeden Fall ein bisschen safe. Deshalb, falls es könnt, nehmt auf jeden Fall diese erste bzw. zweite Runde mit. Ansonsten, falls ihr nicht könnt und eben mal nicht gut im WQueen seid, könnt ihr natürlich auch ein bisschen konsistenter spielen, denn es ist natürlich besser, wenn er insgesamt jede Runde 5 Kills holt, als wenn er in der ersten, zweiten, dritten Runde jeweils 0 Kills holt und danach dann eben halt vielleicht nur noch jede Runde 5 Kills holt. Das heißt, ihr müsst das Ganze natürlich etwas an euren Spielziel anpassen. Wie gesagt, alles in allem ist das Ganze aber eher auf Kills basiert, in den ersten Runden, in den späteren Runden aufs konsistent Placement-Punkte und ein paar Kills holen basiert. Damit sind es eigentlich schon alle Spielweisen, die man in der JMAX nehmen kann. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ihr natürlich gerne eine Wertung da und bis zum nächsten Video. Ciao.